Ja, herzlich willkommen zur finalen Ausgabe, denke ich mal, von Biedermann und die Brandstifter. Ich hau den Rest jetzt kurz in einem Stück raus. Viel Spaß damit, viel Erfolg im Abitur und danke für die Leute, die mir viel Erfolg gewünscht haben. Wir sind bei Szene 5 in der Stube und da geht's jetzt auch los. Stube. Die Witwe Knechtling ist noch immer da. Sie steht. Man hört das Glockengeläute sehr laut. Anna deckt den Tisch und Biedermann bringt zwei Sessel. Weil ich, wie Sie sehen, keine Zeit habe, Frau Knechtling. Keine Zeit, mich mit den Toten zu befassen. Wie gesagt, wenden Sie sich bitte an meinen Rechtsanwalt. Die Witwe Knechtling geht. Man hört ja seine eigene Stimme nicht, Anna. Machen Sie das Fenster zu. Anna macht das Fenster zu und das Geläute tönt leiser. Ich habe gesagt, ein schlichtes und gemütliches Abendessen. Was sollen diese idiotischen Kandelaber? Aber die haben wir immer, Herr Biedermann. Schlicht und gemütlich, sage ich. Nur keine Protzerei. Und diese Wasserschalen, verdammt nochmal. Diese Messerbänklein, Silber, nichts als Silber. Und Kristall, was macht das für einen Eindruck? Er sammelt die Messerbänklein und steckt sie in die Hosentasche. Sehen Sie doch, Anna. Ich trage meine älteste Hausjacke. Und Sie? Das große Geflügelmesser können Sie lassen, Anna. Das brauchen wir. Aber sonst, weg mit diesem Silber. Die beiden Herren sollen sich wie zu Hause fühlen. Wo ist der Kochgezieher? Hier. Haben wir nichts Einfacheres? In der Küche, aber der ist rostig. Her damit! Oh, das hat jetzt wahrscheinlich gerade übersteuert. Her damit! Er nimmt einen Silberkübel vom Tisch. Was soll das denn? Für den Wein? Silber! Er starrt auf den Kübel, dann auf Anna. Haben wir das immer? Das braucht man doch, Herr Biedermann. Brauchen? Was heißt brauchen? Was wir brauchen, das ist Menschlichkeit, Brüderlichkeit. Weg damit. Und was zum Teufel bringen Sie denn da? Servietten. Damast. Wir haben keine anderen. Er sammelt die Servietten und steckt sie in den Silberkübel. Es gibt ganze Volksstämme, die ohne Serviette leben. Menschen wie wir. Eintritt Babette mit einem großen Kranz. Biedermann bemerkt sie noch nicht. Er steht vor dem Tisch. Ich frage mich, wozu wir überhaupt ein Tischtuch brauchen. Gottlieb? Nur keine Klassenunterschiede. Er sieht Babette. Was soll dieser Kranz? Den wir bestellt haben. Was sagst du dazu, Gottlieb? Jetzt schicken Sie den Kranz hierher. Dabei habe ich Ihnen selber die Adresse geschrieben. Die Adresse von Knechtlings. Schwarz auf weiß. Und die Schleife. Und alles ist verkehrt. Die Schleife? Wieso? Und die Rechnung, sagt der Bursche. Die haben Sie an Frau Knechtling geschickt. Sie zeigt die Schleife. Unserem unvergessenen Gottlieb Biedermann. Er betrachtet die Schleife. Das nehmen wir nicht an. Kommt nicht in Frage. Das müssen Sie ändern. Er geht zum Tisch zurück. Mach mich jetzt nicht nervös. Babette. Oh, hier ist ein Druckfehler. Hier steht nervös. Babette, ich habe anderes zu tun. Herrgott nochmal. Ich kann nicht überall sein. Babette geht mit dem Kranz. Also weg mit dem Tischtuch. Helfen Sie mir doch, Anna. Und wie ihr sagt, es wird nicht serviert, unter keinen Umständen. Sie kommen herein, ohne zu klopfen, einfach herein und stellen die Pfanne auf den Tisch. Die Pfanne? Er nimmt das Tischtuch weg. Sofort eine ganz andere Stimmung, sehen Sie. Ein hölzerner Tisch, nichts weiter, wie beim Abendmahl. Er gibt dir das Tischtuch. Herr Biedermann meint, ich soll die Gans einfach in der Pfanne bringen? Sie faltet das Tischtuch zusammen. Was für einen Wein, Herr Biedermann? Soll ich den holen? Ich hole ihn selbst. Herr Biedermann! Was denn noch? Ich habe aber keinen solchen Pullover, wie Sie sagen, Herr Biedermann. So einen schlichten, dass man meint, ich gehöre zur Familie. Nehmen Sie es bei meiner Frau. Den gelben oder den roten? Nur keine Umstände. Ich will kein Häubchen sehen und kein Schürzchen. Verstanden? Und wie gesagt, weg mit diesen Kandelabern. Und überhaupt, sehen Sie zu, Anna, dass hier nicht alles so ordentlich ist. Ich bin im Keller. Biedermann geht hinaus. Sehen Sie zu, dass hier nicht alles so ordentlich ist. Sie schleudert das Tischtuch, nachdem sie es zusammengefaltet hat, in irgendeine Ecke und tritt mit beiden Füßen darauf. Bitte sehr. Eintreten Schmitz und Eisenring, jeder mit einer Rose in der Hand. Guten Abend, Fräulein. Guten Abend, Fräulein. Anna geht hinaus, ohne die beiden anzublicken. Wieso keine Holzwolle? Beschlagnahmt, polizeilich, Vorsichtsmaßnahme. Wer Holzwolle verkauft oder besitzt, ohne eine polizeiliche Genehmigung zu haben, wird verhaftet. Vorsichtsmaßnahme im ganzen Land. Er kämmt sich die Haare. Hast du noch Streichhölzchen? Ich nicht.
Ich auch nicht. Schmitz bläst seinen Kamm aus. Müssen ihn darum bitten. Biedermann? Aber nicht vergessen. Er steckt den Kamm ein und schnuppert. Wie das schon duftet. Biedermann tritt an die Rampe, Flaschen im Arm. Sie können über mich denken, meine Herren, was Sie wollen. Aber hören Sie mir auf mit der Frage. Man hört Grölen und Lachen. Ich sag mir, solange Sie grölen und saufen, tun Sie nichts anderes. Die besten Flaschen aus meinem Keller. Hätte es mir vor einer Woche einer gesagt, Hand aufs Herz, seit wann genau wissen Sie, meine Herren, dass es Brandstifter sind? Es kommt eben nicht so, meine Herren, wie Sie meinen, sondern langsam und plötzlich. Verdacht. Das hatte ich sofort, meine Herren. Verdacht hat man immer. Aber Hand aufs Herz, meine Herren. Was hätten Sie denn getan, Herrgott, nochmal, an meiner Stelle? Und wann? Er horcht und es ist still. Ich muss hinauf. Er entfernt sich geschwind. Szene 6. Stube. Das ganze Essen ist in vollem Gang. Gelächter, vor allem Biedermann, noch mit den Flaschen im Arm, kann sich von dem Witz, der gefallen ist, nicht mehr erholen. Nur Babette lacht durchaus nicht. Putzfäden, hast du das wieder gehört? Putzfäden, sagt er, Putzfäden brennen noch besser. Wieso ist das ein Witz? Putzfäden, weißt du, was Putzfäden sind? Ja. Du hast keinen Humor, Babettchen. Er stellt die Flasche auf den Tisch. Was soll man machen, meine Freunde, wenn jemand keinen Humor hat? So erkläre es mir doch. Also, heute Morgen sagt der Willi, er hätte den Sepp geschickt, um Holzwolle zu stehlen. Holzwolle, verstehst du? Und jetzt frage ich Sepp, was macht denn die Holzwolle? Worauf er sagt, Holzwolle habe er nicht auftreiben können, aber Putzfäden. Verstehst du? Und Willi sagt, Putzfäden brennen noch viel besser. Das habe ich verstanden. Ja? Hast du verstanden? Und was ist der Witz daran? Biedermann gibt es auf. Trinken wir, meine Herren. Biedermann entkorkt die Flasche. Ist das denn wahr, Herr Schmitz? Sie haben Putzfäden auf unseren Dachboden gebracht? Du wirst lachen, Babette. Heute Vormittag haben wir zusammen sogar die Zündschnur gemessen, Willi und ich. Zündschnur? Knallzündschnur. Er füllt die Gläser. Jetzt aber im Ernst, meine Herren, was soll das alles? Biedermann lacht. Haha, im Ernst, sagt sie. Im Ernst, hören Sie das? Im Ernst. Lass dich nicht foppen, Babette. Ich hab's dir gesagt, unsere Freunde haben eine Acht zu scherzen. Andere Kreise, andere Witze, sag ich immer. Es fehlt ja nur noch, dass sie mich um Streichhölzchen bitten. Schmitz und Eisenring geben einander einen Blick. Nämlich die beiden Herren halten mich immer noch für einen ängstlichen Spießer, der keinen Humor hat. Weißt du, den man ins Boxhorn jagen kann. Er hebt sein Glas. Prost! 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 Sie stoßen an. Auf unsere Freundschaft! Sie trinken und setzen sich wieder. In unserem Haus wird nicht serviert, meine Herren. Sie greifen einfach zu. Aber ich kann nicht mehr. Zier dich nicht, du bist nicht im Waisenhaus. Sepp, zier dich nicht. Er bedient sich mit Gans. Ihre Gans, Madame, ist klasse. Das freut mich. Gans und Pomar. Dazu gehörte eigentlich bloß noch ein Tischtuch. Hörst du's, Gottlieb? Es muss aber nicht sein. So ein weißes Tischtuch, wissen Sie, Damast und Silber drauf. Anna! Damast mit Blumen drin. Aber ich weiß, wissen Sie, wie Eisenblumen. Es muss aber nicht sein, Herr Biedermann. Es muss aber nicht sein. Im Gefängnis haben wir auch kein Tischtuch gehabt. Anna! Im Gefängnis? Wo ist sie denn? Sie sind im Gefängnis gewesen? Anna kommt. Sie trägt einen knallroten Pullover. Anna, bring sie sofort ein Tischtuch. Sehr wohl. Und wenn Sie sowas wie Fingerschalen haben? Sehr wohl. Sie finden es vielleicht kindisch, Madame, aber so sind halt Leute aus dem Volk. Sepp zum Beispiel, der bei den Köhlern aufgewachsen ist und noch nie ein Messerbänklein gesehen hat. Sehen Sie, es ist nun einmal der Traum eines verpfuschten Lebens. So eine Tafel mit Silber und Kristall. Gottlieb, das haben wir doch alles. Aber es muss nicht sein. Bitte sehr. Und wenn Sie schon Servietten haben, Fräulein, her damit. Herr Biedermann hat gesagt, her damit. Bitte sehr. Anna bringt alles wieder herbei. Sie nehmen es hoffentlich nicht krumm, Madame. Wenn man aus dem Gefängnis kommt, wissen Sie, monatelang ohne Kultur. Er nimmt das Tischtuch und zeigt es Schmitz. Weißt du, was das ist? Hinüber zu Babette. Hat er noch nie gesehen. Wieder zurück zu Schmitz. Das ist Damast. Und jetzt? Was soll ich damit?
Eisenring bindet ihm das Tischtuch um den Hals. So. Biedermann versucht es lustig zu finden und lacht. Wo sind denn unsere Messerbänklein, Anna? Unsere Messerbänklein? Herr Biedermann! Her damit! Sie haben gesagt, weg damit! Her damit, sag ich! Wo sind sie denn, Herrgott, nochmal? In ihrer linken Hosentasche. Biedermann greift in die Hosentasche und findet sie. Nur keine Aufregung. Ich kann doch nichts dafür! Nur keine Aufregung, Fräulein. Anna bricht in Heulen aus, dreht sich und läuft weg. Das ist der Föhn. Pause. Trinken Sie, meine Freunde, trinken Sie! Sie trinken und schweigen. Gans habe ich jeden Tag gegessen, wissen Sie, als Kellner. Wenn man so durch die langen Korridore flitzt, die Palette auf der flachen Hand. Aber dann, Madame, wo putzt unser einer die Finger ab? Das ist es. Woanders als an den eigenen Haaren? Während andere Menschen eine kristallene Wasserschale dafür haben. Das ist's, was ich nie vergessen werde. Er taucht seine Finger in die Wasserschale. Wissen Sie, was ein Trauma ist? Nein. Haben Sie mir im Gefängnis alles erklärt? Er trocknet seine Finger ab. Und wieso, Herr Eisenring, sind Sie denn ins Gefängnis gekommen? Babette! Wieso ich ins Gefängnis gekommen bin? Das fragt man doch nicht! Ich frage mich selbst. Ich war ein Kellner, wie gesagt, ein kleinerer Oberkellner. Und plötzlich verwechselten sie mich mit einem großen Brandstifter. Verhafteten mich in meiner Wohnung. Ich war so erstaunt, dass ich darauf einging. Ich hatte Glück, Madame. Ich hatte 7 ausgesprochen reizende Polizisten. Als ich sagte, ich müsse an meiner Arbeit und hätte keine Zeit, sagten sie, Ihr Etablissement ist niedergebrannt. Niedergebrannt? So über Nacht scheint es, ja. Niedergebrannt? Schön, sagte ich. Dann habe ich Zeit. Es war nur noch ein rauchendes Gebälk, unser Etablissement. Ich sah es im Vorbeifahren, wissen Sie, durch dieses kleine Gitterfenster aus dem Gefängniswagen. Er trinkt kennerhaft. Ja, und dann? Eisenring betrachtet die Etikette. Den hatten wir auch. 49er. Cave de l'Echanon. Und dann? Das muss der Sepp erzählen. Als ich so im Vorzimmer sitze und mit den Handschellen spiele, sage und schreibe, wer wird da hereingeführt? Der da. Schmitz strahlt. Prost, Sepp. Prost, Willi. Sie trinken. Ja, und dann? Sind Sie der Brandstifter? Fragt man ihn und bietet Zigaretten an. Entschuldigen Sie, da sagt er, Streichhölzer habe ich leider nicht, Herr Kommissar. Obschon Sie mich für einen Brandstifter halten. Sie lachen dröhnend und hauen sich auf die Schenkel. Anna ist eingetreten. Sie trägt wieder Häubchen und Schürzchen. Sie überreicht eine Visitenkarte, die Biedermann sich ansieht. Oh, Entschuldigung. Es ist dringend, sagt er. Wenn ich... Es ist dringend, sagt er. Wenn ich aber Gäste habe. Schmitz und Eisenring stoßen wieder an. Prost, Willi! Prost, Sepp. Sie trinken. Biedermann betrachtet die Visitenkarte. Wer ist es denn, Gottlieb? Dieser Doktor Philosoph. Anna betätigt sich beim Schrank. Und was ist denn das andere dort, Fräulein, das silberne dort? Die Kandelaber. Warum verstecken Sie das? Herr damit! Herr Biedermann haben selbst gesagt, Herr damit, sag ich! Anna stellt die Kandelaber auf den Tisch. Sepp, was sagst du dazu? Haben Sie Kandelaber und verstecken Sie. Was willst du noch? Silber mit Kerzen drauf. Hast du Streichhölzer? Er greift in seine Hosentasche. Ich? Nein. Er greift in seine Hosentasche. Leider haben wir gar keine Streichhölzer, Herr Biedermann. Tatsächlich. Ich habe. Geben Sie her. Ich mache es schon. Lassen Sie nur. Ich mache es schon. Er zündet die Kerzen an. Was will denn der Herr? Ich verstehe ihn nicht, Madame. Er kann nicht länger schweigen, sagt er und wartet im Treppenhaus. Unter 4 Augen, sagt er? Ja, und dann will er immer etwas enthüllen. Was? Das verstehe ich nicht, Madame. Und wenn er es mir 100-mal sagt, er sagt, er möchte sich distanzieren. Es leuchten viele Kerzen. Es macht doch sofort einen ganz anderen Eindruck, finden Sie nicht, Madame? Candlelight. Ach ja. Ich bin für Stimmung. Sehen Sie, Herr Eisenring,
Das freut mich. Es sind alle Kerzen angezündet. Jetzt ist gerade mein Bildschirm eingeschlafen. Na, Aufnahme läuft weiter. Ich bin für Stimmung. Sehen Sie, Herr Eisenring, das freut mich. Es sind alle Kerzen angezündet. Schmitz, schmatze nicht. Babette nimmt Eisenring zur Seite. Lassen Sie ihn doch. Er hat kein Benehmen, Madame. Ich bitte um Entschuldigung. Es ist mir furchtbar. Woher soll er es haben? Von der Köhlerhütte zum Waisenhaus. Ich weiß. Vom Waisenhaus zum Zirkus. Ich weiß. Vom Zirkus zum Theater. Das habe ich nicht gewusst, nein. Schicksale, Madame. Schicksale. Babette wendet sich an Schmitz. Beim Theater sind Sie auch gewesen? Schmitz nackt ein Gansbein und nickt. Wo denn? Hinten. Hinten. Dabei ist er begabt. Sepp als Geist, haben Sie das schon erlebt? Aber nicht jetzt. Wieso nicht? Ich war nur eine Woche beim Theater, Madame. Dann ist es niedergebrannt. Niedergebrannt? Zier dich nicht. Nieder, ihr Brand! Zier dich nicht. Er löst das Tischtuch, das Schmitz als Serviette getragen hat, und wirft es Schmitz über den Kopf. Los! Schmitz, verhüllt mit dem weißen Tischtuch, erhebt sich. Bitte, sieht er nicht aus wie ein Geist? Ich habe aber Angst. Mädelchen. Er nimmt Anna in seinen Arm, sie hält die Hände vors Gesicht. Können wir? Das ist Theatersprache, Madame. Das hat er auf den Proben gelernt, in einer einzigen Woche, bevor es niedergebrannt ist, erstaunlicherweise. Reden Sie doch nicht immer von den Bränden. Können wir? Bereit. Alle sitzen, Eisenring hält Anna an seiner Brust. Jedermann, jedermann! Gottlieb? Still! Das haben wir in Salzburg gesehen. Biedermann, Biedermann! Ich find's großartig, wie er das macht. Biedermann, Biedermann! Sie müssen fragen, wer bist du? Ich? Sonst wird er seinen Text nicht los. Jedermann, Biedermann! Also, wer bin ich? Nein! Nein, du musst doch fragen, wer er ist. Ach so. Hört ihr mich nicht? Nein, Sepp, nochmals von Anfang an. Sie nehmen eine andere Stellung ein. Jedermann, Biedermann. Bist du zum Beispiel der Tod? Quatsch. Was kann er denn sonst sein? Du musst fragen, wer bist du? Er kann auch der Geist von Hamlet sein. Oder der steinerne Gast, weißt du? Oder dieser Dings da, wie heißt er schon, der Mitarbeiter von Macbeth. Wer ruft mich? Weiter. Biedermann, Gottlieb. Frag du ihn doch, er spricht zu dir. Hört ihr mich nicht? Wer bist du denn? Ich bin der Geist von Knechtling. Babette springt auf und schreit. Stopp. Er reißt dem Schmitz das weiße Tischtuch herunter. Ein Idiot bist du. Das kannst du doch nicht machen. Knechtling, das geht doch nicht. Knechtling ist heute begraben worden. Eben. Babette hält ihre Hände vors Gesicht. Madame, er ist's nicht. Er schüttelt den Kopf über Schmitz. Wie kannst du nur so geschmacklos sein? Es fiel mir nichts anderes ein. Knechtling, ausgerechnet, ein alter und treuer Mitarbeiter von Herrn Biedermann. Stell dir das vor, heute begraben. Der ist ja noch ganz beisammen, bleich wie ein Tischtuch, weißlich und glänzend wie ein Damast. Steif und kalt, aber zum Hinstellen... Er fasst Babette an der Schulter. Ehrenwort, Madame, er ist's nicht. Schmitz wischt sich den Schweiß. Entschuldigung. Setzen wir uns. Ist das jetzt alles? Man setzt sich. Pause der Verlegenheit. Wie wär's mit einer kleinen Zigarre, meine Herren? Er bietet eine Schachtel mit Zigarren an. Idiot. Da siehst du's, wie Biedermann zittert. Danke, Herr Biedermann, danke. Wenn du meinst, das sei lustig... Wo du genau weißt, Knechtling hat sich unter dem Gasherd gelegt, nachdem unser Gottlieb getan hat, was er konnte für diesen Knechtling. 14 Jahre lang hat er ihm Arbeit gegeben, diesem Knechtling. Das ist der Dank. Reden wir nicht mehr davon. Das ist dein Dank für die Gans. Sie rüsten ihre Zigaretten. Soll ich etwas singen? Was? Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Er singt mit voller Stimme. Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her. Lass das. Gib sie wieder her, sonst wird dich der Jäger holen. Er ist betrunken. Mit dem Scheißgewehr. Hören Sie nicht zu, Madame.
Gib sie wieder her, sonst würde ich der Jäger holen mit dem Scheißgewehr. Scheißgewehr ist gut. Alle singen zusammen. Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Sie singen mehrstimmig. Einmal sehr laut, einmal sehr leise. Wechselgesang jeder Art. Gelächter und gröhlende Verbrüderung. Einmal eine Pause. Dann ist es Biedermann, der wieder anhebt und in der Spaßigkeit vorangeht, bis sich das Ganze erschöpft. Also, Prost. Sie heben die Gläser und man hört Sirenen in der Ferne. Was war das? Sirenen. Spaß beiseite. Brandstifter, Brandstifter. Schrei nicht. Babette reißt das Fenster auf und die Sirenen kommen näher, heulen, dass es durch Mark und Bein geht und sausen vorbei. Wenigstens nicht bei uns. Wo kann das nur sein? Wo der Föhn herkommt. Wenigstens nicht bei uns. Das machen wir immer so. Das machen wir immer so. Wir holen die Feuerwehr in ein billiges Außenviertel und später, wenn's wirklich losgeht, ist ihnen der Rückweg versperrt. Nein, meine Herren, Spaß beiseite. So machen wir es aber. Spaß beiseite. Schluss mit diesem Unsinn. Ich bitte Sie. Alles mit Maß. Und Sie sehen, meine Frau ist kreidebleich. Und du? Und überhaupt. Sirenen sind Sirenen. Da kann ich überhaupt nicht lachen, meine Herren. Irgendwo hört's auf. Irgendwo brennt's. Sonst würde unsere Feuerwehr nicht ausfahren. Eisenring blickt auf seine Uhr. Wir müssen gehen. Jetzt! Leider. Sonst würde ich der Jäger holen. Man hört nochmal die Sirenen. Mach einen Kaffee, Babette. Ach Quatsch. Mach einen Kaffee, Babette. Babette geht hinaus. Und Sie, Anna, was stehen Sie da und glotzen? Unter uns, meine Herren. Genug ist genug. Meine Frau ist herzkrank. Scherzen wir nicht länger über die Brandstifterei. Wir scherzen ja nicht, Herr Biedermann. Wir sind Brandstifter. Meine Herren, jetzt ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Warum glauben Sie uns nicht? Ihr Haus, Herr Biedermann, liegt sehr günstig, das müssen Sie einsehen. 5 solche Brandherde rings um die Gasometer, die leider bewacht sind, und dazu ein richtiger Föhn? Das ist nicht wahr! Herr Biedermann, wenn Sie uns schon für Brandstifter halten, warum nicht offen darüber reden? Biedermann blickt weg wie ein geschlagener Hund. Ich halte Sie ja nicht für Brandstifter, meine Herren. Das ist nicht wahr, Sie tun mir Unrecht. Ich halte Sie nicht für Brandstifter. Hand aufs Herz. Nein, 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 nein. Aber wofür halten Sie uns denn? Für meine Freunde. Sie klopfen ihm auf die Schulter und lassen ihn stehen. Wohin gehen Sie jetzt? Es ist Zeit. Ich schwör's Ihnen bei Gott, meine Herren, bei Jott. Bei Gott? Ja. Er hält die Schwurfinger langsam hoch. Er glaubt nicht an Gott, der Willi. So wenig wie Sie, Herr Biedermann. Da können Sie lange schwören. Sie gehen weiter zur Türe. Was soll ich jetzt tun, dass Sie mir glauben? Er vertritt Ihnen den Ausgang. Geben Sie uns Streichhölzchen. Was soll ich? Wir haben keine mehr. Ich soll? Ja. Wenn Sie uns nicht für Brandstifter halten. Streichhölzchen? Als Zeichen des Vertrauens, meint er. Biedermann greift in seine Tasche. Er zögert. Siehst du? Er zögert. Still! Aber nicht vor meiner Frau. Babette kommt zurück. Der Kaffee kommt sogleich. Pause. Sie müssen gehen? Ja, meine Freunde, so schade es ist, aber Hauptsache, dass Sie gespürt haben. Ich will nicht viel Worte machen, meine Herren. Aber warum sagen wir nicht eigentlich du? Ich bin dafür, dass wir Bruderschaft trinken. Er nimmt eine Flasche und den Korkenzieher. Sagen Sie doch Ihrem lieben Mann, er soll... Boah. So lange geht gar nicht. Sagen Sie doch Ihrem lieben Mann, er soll deswegen keine Flasche mehr aufmachen. Es lohnt sich nicht mehr. Biedermann entkorkt. Es ist mir nichts zu viel, meine Freunde, nichts zu viel. Und wenn Sie irgendeinen Wunsch haben, irgendeinen Wunsch. Er füllt hastig die Gläser und gibt die Gläser. Meine Freunde, stoßen wir an. Sie stoßen an. Gottlieb. Gottlieb. Er küsst Schmitz auf die Wange. Sepp. Gottlieb. Er küsst Eisenring auf die Wange. Willi. Willi. Achso, die haben sich jetzt gegenseitig vorgestellt. Boah, ich bin Matsch in der Birne. Trotzdem, Gottlieb, wir müssen jetzt gehen. Leider. Madame, man hört Sirenen. Es war ein reizender Abend. Man hört Sturmglocken. Nur noch eins, Gottlieb. Was denn? Du weißt es.
wenn ihr irgendeinen Wunsch habt. Die Streichhölzchen. Anna ist eingetreten mit dem Kaffee. Anna, was ist los? Der Kaffee. Sie sind ja ganz verstört. Da hinten der Himmel, Frau Biedermann, von der Küche aus, der Himmel brennt. Es ist schon sehr rot, als Schmitze und Eisenring sich verneigen und gehen. Biedermann bleibt stehen und starr. Biedermann steht bleich und starr. Zum Glück ist's nicht bei uns. Zum Glück ist's nicht bei uns. Zum Glück. Eintritt der Akademiker. Was wollen Sie? Dr. Philosoph. Ich kann nicht länger schweigen. Er nimmt ein Schriftstück aus der Brusttasche und verliest. Der Unterzeichnete, selber zutiefst erschüttert von den Ereignissen, die zurzeit im Gang sind und die auch von unserem Standpunkt aus, wie mir scheint, nur als verbrecherisch bezeichnet werden können, gibt die folgende Erklärung zuhanden der Öffentlichkeit. Viele Sirenen heulen, er verliest einen ausführlichen Text, wovon man aber kein Wort versteht. Man hört Hundegebell, Sturmglocken, Schreie, Sirenen in der Ferne, das Prasseln von Feuer in der Nähe. Dann tritt er zu Biedermann und überreicht ihm das Schriftstück. Ich distanziere mich. Und? Ich habe gesagt, was ich zu sagen habe. Er nimmt seine Brille ab und klappt sie zusammen. Sehen Sie, Herr Biedermann, ich war ein Weltverbesserer, ein ernster und ehrlicher. Ich habe alles gewusst, was Sie auf dem Dachboden machen. Alles, nur das eine nicht. Die machen es aus purer Lust. Herr Doktor! Der Akademiker entfernt sich. Sie, Herr Doktor! Was soll ich damit? Der Akademiker steigt über die Rampe und setzt sich ins Parkett. Gottlieb! Weg ist er. Was hast du denen gegeben? Ich hab's gesehen. Streichhölzer? Warum nicht? Streichhölzer? Wenn sie wirklich Brandstifter wären. Du meinst, sie hätten keine Streichhölzer? Babettchen, Babettchen. Die Standuhr schlägt. Stille. Das Licht wird rot und man hört, während es dunkel wird, auf der Bühne Sturmglocken, Gebell von Hunden. Sirenen, Krach von stürzendem Gebälk, Hupen, Prasseln von Feuer, Schreie, bis der Chor vor die Szene tritt. Sinnlos ist viel und nichts sinnloser als diese Geschichte, die nämlich einmal entfacht, tötet viele, ach, aber nicht alle. Und es änderte gar nichts. Erste Detonation. Das war ein Gasometer. Zweite Detonation. Was nämlich jeder voraussieht, lange genug. Dennoch geschieht es am End. Blödsinn. Der nimmer zu löschende jetzt. Schicksal genannt. Dritte Detonation. Noch ein Gasometer. Es folgt eine Serie von Detonationen fürchterlicher Art. Weh uns, weh uns, weh uns. Licht im Zuschauerraum. So, das war's mit dem Endspurt. Das Buch ist zu Ende. Beziehungsweise ist ja ein Schauspiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hilft den Leuten, die es für die Schule brauchen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, daraus vorzulesen. Nur das war jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde knapp, die ich jetzt am Stück gemacht habe. Und das ist schon, wenn ich mein Let's Play aufnehme, ein bisschen grenzwertig, sage ich mal. Da ist man doch relativ schnell leer gelabert, besonders bei Anna und Gottlieb. Wenn man da immer so ganz komisch reden muss. Und dann bedanke ich mich, wie gesagt, fürs Zuhören. Vielleicht mache ich nochmal was in der Art, aber in der nächsten Zeit erstmal nicht mehr. Will ich mal das Let's Play jetzt mal fertig bekommen, damit wir da auch was Neues anfangen können. Also dann sieht man sich in einem der nächsten Projekte. Bis dahin ein gesegnetes Tschüssikowski. Bis denne.